dem so kleine Akzente mit dem Buch besetzt. Finde ich eigentlich relativ gut. Wenn es schon das gesamte Spiel nach diesem Buch gemacht ist. Werden wir in die Höhe gehievt. Sergei Sergejewitsch. Wenn das wirklich sein kompletter Name ist, Sergei Sergejewitsch, dann war jemand im Skript sehr kreativ. Ich finde auch generell hier in dem Spiel die gesamte Stimmung, mit der man hier halt konfrontiert ist, mit dieser immer traurig angetönten Stimmung. Halt eben Apokalypse, man lebt in einer Metro, in so einem kleinen, sag ich mal, kellerähnlichen Gebiet. Alles ist dunkel, man hat das Sonnenlicht schon extrem lange nicht gesehen. Und trotzdem ist halt immer in den Stationen immer noch so ein bisschen Spaß, immer noch so ein bisschen Leben. So, wo man es halt eben an der Oberfläche so gut wie gar nicht mehr kann, ohne eine Gasmaske und Waffe. Ich muss mal kurz was nachgucken. Okay, ist alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Okay, ist anscheinend hier alles in Ordnung. Hoffentlich. Musste eben was in dem Aufnahmeprogramm nachgucken. Is it also your tradition to lose arms and legs on the battlefield? They were happy to make those sacrifices. Sure. Drunks and fools are happy too. There is a black capsule in my ammo pouch. What is that? An antibiotic? No. It's cyanide, in case the enemy captures you. What? But God forbid suicide. I'd go straight to hell. Listen, altar boy. A Nazi prisoner is going to hell anyway. Trust me. Also hier die Leute sind Faschisten, sprich Nazis. Hat er nicht vorher noch gesagt, dass die Station kommunist, also unter kommunistischer Ding steht? Kontrolle? Oder habe ich mich einfach verhört und er hatte faschistische oder nazistische Kontrolle gesagt? Ich weiß es nicht. Kapitel 4. Even the apocalypse didn't stop us from killing one another over ideology. I was about to go through the front line between the Nazis and the communists. I've heard they once fought another war and that the Nazis lost. Es ist halt eben auch interessant, dass die Menschen, wie auch gerade eben gesagt hat, immer noch in Krieg sind, obwohl schon genug Probleme haben mit der Radioaktivität, mit den Monstern. Wunderschöner Gesang. Und davon. Ja, wir fangen einfach mal runter. Also. Wieso auch nicht? Und da sehen wir, dass das wohl eher kommunistisch ist. Anscheinend. Oh, ist das nicht die... So trifft man sich also wieder. Okay, dies ist also gewesen. Gut. Gut, dass ich dafür dann noch ein bisschen Munition gekauft habe. Lassen wir es erstmal in Ruhe. Das sagt mir, dass ich hier lieber niemanden töten will, wenn ich hier schon helfen will. Ich will einfach hier möglichst ohne Aussehen zu erschrecken durchzukommen.
kommen. Da oben sind wieder zwei. Gehen das Licht aus. Ich hoffe, die sehen jetzt mich nicht mehr, weil ich hier das Licht an. There's a break in the rails. You see it? If you follow these pipes, you will find a new line in the tunnel. Piece of crap. Okay. This is for your treason. Okay. Ich sehe mal Frame einen Schuss. Sicherheit haben wir da jetzt. Okay, ich habe schon keine Ahnung. Versuchen wir einfach hier zu flüchten, dass sie uns aus den Augen verlieren oder so. Wieso das gerade so ein Hammer-Schockler gab, weiß ich gerade auch nicht. Wollte eigentlich nicht schießen, wollte das hier noch anklagen. Anscheinend ist es wohl doch noch nicht so komplett gelöst mit dem Schockler-Problem, aber. Naja, solange es so selten bleibt, dann sollte es eigentlich passen. Anscheinend haben die uns auch außen Augen verloren. Die Leute kämpfen nur gegen sich, gegenseitig hier oben oder schießen zur Übung oder so, keine Ahnung. Oder schießen sie sich auch selber an, keine Ahnung. Hier oben ist anscheinend jemand unglücklich gefallen. Maske brauchen wir nicht, da unser Schild relativ gut ist. Nicht zu sagen, nach was unangeschätzt. Fällt sich nicht gut an. Und es bleibt einmal ganz kurz sein. Ich weiß nicht, woran das liegt, also. Ich weiß nicht, ob wir schon unterfallen sind. Okay. Ich glaube zwar nicht, aber. Das ist dann mal lieber. Also sich, man sieht ja auch, das Spiel läuft an sich flüssig. Also ohne Schockler. Aber trotzdem an manchen kleinen, also wo das Spiel so trotzdem so kleine Ladefrequenzen hat, bleibt es trotzdem hängen. Oder teilweise, wenn noch extrem viel passiert. Oder hier. Ich verstehe das ehrlich gesagt nicht wirklich. Ich werde mich dann nochmal umgucken. Nach der Aufnahme, dann werde ich auch möglichst versuchen, die Aufnahme relativ schnell zu Ende zu bringen. Kann ich aber nicht hier entschärfen. Leider. Da vorne ist wieder eine Falle. Wir gehen einfach vorbei. Ist egal. War auch einfach vorbei. Anscheinend sind die Fallen auch wirklich nur für Kreaturen gedacht. Okay, ich glaube, ich pausiere hier nochmal kurz die Aufnahme und ändere eben nochmal was. Vielleicht etwas nicht grundsätzlich ist oder ich gucke nochmal eben in Hintergrundprogramm oder irgendwie sowas, ob da was ist. Aber so möchte ich hier die Aufnahme nicht weiterführen. Dann mache ich hier kurz eine kleine Aufnahmepause und nehme dann gleich noch ein bisschen was auf. So, da sind wir jetzt hier wieder ein letztes Mal in dieser Aufnahme. Ich habe jetzt erstmal ein paar Programme im Hintergrund geschlossen. Google Chrome. Nein, ich war dabei. Hamachi oder sowas. Ich habe einfach ein paar im Hintergrund geschlossen. Dann so noch geguckt, ob irgendwas bei OBS irgendwie ein Update ist. Also mit dem Aufnahmeprogramm. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt einfach hier so, wie es soll. So, wie es so eigentlich immer funktioniert hat. Ansonsten müsst ihr euch oder wir oder ich oder die gesamte Welt sich mit ab und zu ein paar kleineren Jokern zufrieden geben. Was heißt klein? Aber ab und zu mal Jokern mal zufrieden gehen. Aber ich weiß, dass da hinten eine Leiter war. Ich will jetzt erstmal gucken, ob hier Munition ist. Hier aber relativ alles zerstört ist, denke ich mal, ist da nichts. Das
Dann gehen wir einfach mal die Leiter hoch. Hinten sieht es aber so aus, als ob es was gäbe. Und ich würde diesen Teil der Aufnahme eh nur noch auf 10 Minuten checken, da das dann relativ gut mit den Parts zu schneiden wäre. Oh, der hat mich gesehen. Erstmal eine Spitze schieben. Okay. Zack. Leg dich nicht mit dem Typen mit der Blitzgun an. Ey, ignoriere mich nicht. Wieso funktioniert die nicht? Blitzgun. Enttäusch mich doch nicht. Du Schwein. Bzzzt. Ja, hol da nicht alles rum. Gut, dann nehme ich hier mal die pneumatische Waffe. Die kann man auch aufpumpen. Hier sieht man die Schießpfeile, die lässt dann Leute tanzen. Hat halt eben die Schießpfeile. Die kann man dann im Nachhinein wieder aufheben, heißt die ist eigentlich relativ gut für Dings. Falls man Munition sparen will, da man die Schüsse im Nachhinein dann wieder aufsammeln kann. Ist relativ praktisch. Die elektrische Waffe ist aber nicht so gut, weil teilweise will die dann nicht funktionieren, weil keine Ahnung, man die dann regelmäßig aufladen muss. Das kann man im Kampf nicht so machen. Sieht jetzt hier auch diese rote Leiste, repräsentiert halt eben, wie viel Druck da ist. Sie vergeht beim knapp dem Maximum. Man sieht auch, das geht auch ständig zurück. Aber nein. Aber die scheint auch einen guten Schaden zu machen. Was war das gerade? Okay. Ich one-hitte hier einfach mal alles. Ich habe eine andere Wand getackert. Cool. Also wenn ich jetzt hier das rausziehe, dann fällt er hin. Okay. Also wirklich damit. So. Ich wusste gar nicht, dass das geht, dass man hier. Wow, Junge. Bleib mal hier mit deinen Böllern weg. Ich kann dich auch durch den Zaun sehen. Night Vision. Ich weiß, was das ist. Laden wir einfach mal das hier auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit dem 80 verbunden ist. Okay, wenn wir dann N einmal mal drücken, dann haben wir jetzt so Sicht. Jetzt haben wir keine Sicht. Okay. Verstehe das Prinzip. Lassen wir aber erstmal ab. Okay, ich würde aber doch sagen, wir ziehen die erstmal an. Für den Fall. Oh, da will der Typ hat gerade gesagt, dass wir uns Kugeln schenken wollen. Okay, sieht die gerade nicht so gut aus. Wir müssen etwas kräftiger durchgehen. Yeah. Gucken wir einfach mal, wo das Spiel meint, dass es uns am besten zurückschickt. Oh, nee. Okay, dass sich das jetzt hier einfach mal so anbietet, dass ich beim nächsten Mal einfach
die gesamte Szenerie, was auch immer, die gesamte Leben mit der Vater, dem das nochmal spiele, werde ich hier einfach mal die Aufnahme beenden. Ich schätze, eventuell werde ich sogar so weit laden, dass ich bis zur Armory, also dass ich wieder diesen Teil dann eben laufe, halt eben das nicht in der Aufnahme, sondern dass ich das so spiele, dass ich das die Antiwaffe nehme, weil die kannte ich noch gar nicht, zumindest denke ich das, dass ich die nehme und halt eben eventuell eine pneumatische oder so, keine Ahnung, ich werde die dann vielleicht dann ausprobieren oder so. Da ist ja mal, also man kann die ja dann sehen, was das dann ist, wenn man die dann im Endeffekt dann in der Hand hat. Ich werde dann bis zu dieser Stelle dann wieder weiterspielen und hoffentlich dann etwas stealthiger. Also der eine Part hat ja relativ gut geklappt, bis auf den einen Zwischenfall mit den zwei Typen, der aber auch schwer zu umgehen war, hat es eigentlich gut geklappt. Genug davon, ich bedanke mich dann hiermit fürs Zugucken und würde sagen, bis zum nächsten Mal.